Die Begrüßung, also auch Herr Presnick, herzlich willkommen zum Live-Event. Wir sind jetzt 26 Gibt gar nichts, Teilnehmer. Lena. Das ist wunderbar. Finde ich total schön, dass sich auch so viele noch hierfür interessieren. Thema Ich mache ein ist, wie bisschen. eben schon gesagt, Prüfungsvorbereitung. Sie hatten ja die Möglichkeit, im Etherpad Fragen zu stellen, und die werden wir wie auch in den letzten Sessions jetzt durchgehen. Genau, wenn Sie Fragen haben, können Sie die jederzeit wie im Chat dann schreiben. Gut, dann fangen wir Alles an. klar. Danke. Die erste Frage ist von Eslapio. Es geht jetzt um die Präsenzprüfung. Wann werden die Unterlagen zugestellt? Also wann die Informationen zu dem An zu dem Ort, die Rechnung und so weiter. Genau. Und das kann ich vielleicht gleich mal kurz beantworten. Die Frau Klose hat bei uns die Rechnungen schon verschickt für die Präsenzprüfungen, und Herr Muschall wird Ihnen noch die Orte, also genau die Adressen und auch die Raumnummer und Gebäudenummer bekannt geben. Ich kann schon so viel sagen. In Lübeck wird es natürlich bei uns an der Fachhochschule sein, in Berlin an der Beuth-Hochschule für Technik in Berlin. In Frankfurt ist es die FH Frankfurt, in Düsseldorf die Media Design Hochschule und auch in München. Aber die genauen Adressen bekommen Sie noch von Herrn Muschall zugeschickt. Genau, die nächste Frage von Herrn Ofenloch. Gibt es Informationen zur Anzahl der Fragen und Zeitdauer bei der Online-Prüfung? Genau, Herr Presnick, vielleicht können Sie da. Ja, ich begrüße zunächst einmal alle recht herzlich zu diesem Live-Chat bezüglich der Prüfungsvorbereitung und möchte gleich auf die Frage dann auch von Herrn Ofenloch eingehen. Ja, es werden 100 Fragen sein, aufgeteilt in zwei Blöcke, also in Teil 1 und Teil 2, jeweils mit 50 Fragen. Und es gibt 60 Minuten Zeit für die Beantwortung. Das sind relativ einfache, kurzgehaltene Multiple-Choice-Fragen, die entweder mit richtig oder falsch beziehungsweise ja und nein beantwortet werden können. Also es ist relativ klar strukturiert. Und diese Aufgaben werden praktisch ab heute Abend online stehen zur Bearbeitung. Genau, und Sie können die Fragen bis zum 28.01. bearbeiten. Es gibt zwei Teile. Genau, einmal A50 Fragen. Ja, und vielleicht noch eine Information weitergehend zur Online-Prüfung. Es wird so sein, dass im Prinzip Stoff aus allen Videoeinheiten abgefragt wird. Das heißt, alle Teile sind letztendlich da inkludiert. Gut, vielleicht können wir zur nächsten Folie kommen. Beziehungsweise hier habe ich noch eine Frage, die jetzt gleich kommt, aber das können wir ja abwarten. Wenn man einmal begonnen hat, muss man dann alle 50 von 100 Fragen erledigen. Muss man im Prinzip nicht. Sie können ja auch nur 10 Fragen von 50 beantworten, dann werden die anderen eben als falsch gewertet. Auch wenn Sie natürlich bestehen wollen, dann müssen Sie diesen einen Teil, also die 50 Fragen, in 45 Minuten, beantworten. Wobei, ich glaube, das kommt auf einer weiteren Folie auch nochmal als Frage, wobei dazu gesagt werden muss, im Moment ist es ja so, dass das Teilnahmezertifikat, wir hatten das ja auch kommuniziert, keine Aussage darüber erhält oder enthält, wie viele Fragen richtig bzw. falsch beantwortet worden sind. Das heißt, egal ob Sie alle Fragen richtig beantworten oder keine, Sie erhalten das gleiche Zertifikat und jeder erhält beispielsweise das Zertifikat. Das heißt, Sie brauchen hier keine. Das ist im Prinzip die Sache, die ich schon Okay, dann gehen vorweggenommen wir mit der habe, von die nächsten Frage von der Frage. Frau Konrad und Das ist jetzt hier hier von auch eine Ofenloch. Frage zur Wie wird die Abschlussprüfung Multiple Choice. bewertet? Es gibt Multiple Choices, bei denen mehrere Frageteilen und entsprechende mehrere Antworten zu geben sind. Also wir haben nur praktisch 0 oder 1, also richtig oder falsch, ja oder nein. 100 Fragen bei 60 Minuten. Ja, weniger als eine Minute pro Frage. Ich sagte, Herr Uecker, schreibt das hier. Das sind aber auch sehr kurz gehaltene Multiple-Choice-Fragen. Sehr, sehr einfach gehaltene. Das heißt, es ist durchaus gut machbar. Und wir haben ja auch, wie gesagt, nochmal keine Hürde. Das heißt, Sie müssen nicht 50% der Fragen richtig beantworten, um das Zertifikat zu erhalten, sondern jeder, der die Online-Prüfung ablegt, bekommt letztendlich auch die Teilnahmebestätigung. Damit dürfte die Frage eigentlich geklärt sein.
Ja, das ist wieder von Frau Konrad und sie geht auf die Differenz oder Diskrepanz zwischen Theorie und Realität ein. Vielleicht können Sie da ganz kurz was dazu sagen. Also, natürlich hat man immer eine gewisse Diskrepanz zwischen Realität und Theorie. Das kann durchaus vorkommen. Theorie ist ja nicht eins zu eins in die Praxis zu transferieren. Wir haben uns Mühe gegeben, hier eigentlich im Prinzip nur die Inhalte, genau welche konkreten Antworten hier als falsch im Quiz gewertet worden sind. Da würde ich die Frau Konrad einfach nochmal bitten, uns konkret die Frage dazu benennen. Im Prinzip sollte es da keine Ungleichbehandlung letztendlich geben. Also nur um der Theorie willen muss da keine besondere Antwort letztendlich angekreuzt werden, die nicht mit der Praxis übereinstimmt. Vielleicht können wir das mal so beantworten und dann erstmal die Frau Konrad bitten, uns da weitere Informationen zukommen zu lassen. Die Frau Wehner sagt, geht nochmal auf die Zeitspeicherung ein. Also der Punkt ist, dass das ein Test ist von Iversity. Also die haben die Technik dafür. Die Frau Röschmann hat noch etwas geschrieben, die Frage von Herrn Hohlmeier bezüglich Online- und Präsenzprüfung. Ja, genau. Das, also Es ist eine ganz gute Präsenzprüflinge können Überprüfung natürlich auch die von Online-Prüfung Wissen, was wir auch in mitmachen. der Das können Sie Vorlesung gern natürlich tun. vermitteln. Also ein Als sehr, sehr guter Test Cross-Check für im Sie, wahrsten Sinne des einfach Wortes, zu ist schauen als aber nur Vorbereitung. optional, nicht obligatorisch. Gibt es die Möglichkeit, eine Probeklausur oder eine alte Klausur mit Kurzlösungen zur Prüfungsvorbereitung zu erhalten? Fragt Ramona. Haben wir im Prinzip nicht. Habe ich für das Fach auch den Präsenzstudierenden nicht zur Verfügung gestellt. Also das sind letztendlich auch nur die Folien, die Sie kennen, beziehungsweise die Videoeinheiten und dann entsprechend der Stoff, den wir in der Vorbereitung letztendlich durchnehmen. Ja, ist ein wertvoller Hinweis von Frau Seidelmeier bezüglich des Internets und der Verbindungsstabilität. Das würden wir, denke ich mal, auch nochmal mit Iversity aufnehmen und das in den Ring werfen bezüglich der Bearbeitungszeit für die Online-Aufgaben. Ja, also Gut, Herr wir gehen weiter. ja. Ja, Herr Lechtermann fragt hier, ja. Herr Lechtermann Die fragt, ob die Frage Prüfung in von. Zukunft nochmal angeboten wird. Ja, Okay. ich habe heute wieder mit der Ja, ich war Geschäftsführung jetzt bei von der Iversity Peer-Review-Aufgaben. telefoniert. Der Kurs wird also weiter angeboten, auch in der Form, auch bestehend aus diesen 22 Videoeinheiten mit anderen Quizzes, mit anderen Peer-to-Peer-Reviews, mit einem anderen Online-Test. Aber im Prinzip wird der Kurs 1 zu 1 jetzt in das bestehende Portfolio von Iversity dauerhaft übernommen. Sicherlich woran wir arbeiten, das ist vielleicht auch für einige von Ihnen von Interesse, insbesondere wenn Sie den Kurs weiterempfehlen, was wir uns natürlich erhoffen, dass die Identifizierungsprüfung, also Identitätsprüfung in Zukunft, da arbeitet Iversity ja sehr, sehr stark dran, dass die in Zukunft möglich sein wird. Auch für den Online oder das betrifft ja irgendwie Online-Prüfung und wir deswegen auch in der Zukunft andere Zertifikate ausstellen können, auch für die Online-Prüfung. Das ist, denke ich mal, nochmal ein großer Anreiz für diejenigen Kommilitonen und Kommilitonen, die den Kurs nach Ihnen belegen möchten. Der Herr Maximilian fragt, ob man sich, wenn man bei der Online-Prüfung gut abgeschnitten hat, Das ist nachträglich eine noch gute für Frage. die Ich meine, im Präsenzprüfung Prinzip anmelden ist die kann, eventuell Anmeldefrist auch zum zweiten abgelaufen. Termin. Ich sag mal, es ergeben sich ja neue Ideen jetzt durch die Diskussion, die wir jetzt auch hier im Live-Chat haben. Ich nehme das gerne mal auf. Vielleicht kann man das in der Zukunft so handhaben, dass man die Online-Prüfung zeitlich stark vor die Präsenzprüfung zieht. Was heißt stark, aber doch 1, 2 Wochen vielleicht. Um dann so eine Sache möglich zu machen. Erstmal ist das nicht angedacht, weil die Prüfungstermine ja auch schon stehen. Jetzt für diese Prüfung. Der Wiederholungsprüfungstermin, der steht noch gar nicht. Zum zweiten Termin könnten Sie sich aber auf jeden Fall anmelden. Es wird definitiv einen Wiederholungstermin geben. Allerdings wird dieser Wiederholungstermin
dann nach Ablauf des nächsten Online-Kurses sein. Also der Kurs endet ja offiziell momentan. Das heißt, er wird dann, ich weiß es nicht, in 3 Wochen, in 4 Wochen neu starten und damit neu angeboten werden. Und dann wird praktisch nach weiteren 13 Wochen, 12 Wochen, wird dann letztendlich die Prüfung sein, sodass Sie ungefähr damit rechnen können, dass in 4 Monaten vielleicht roundabout die Präsenzprüfung auch wieder angeboten wird. In der gleichen Form. Was wir im Moment noch nicht sagen können, ist, ob wir in der Lage sind, dann die Präsenzprüfung wieder an unterschiedlichen Studienorten stattfinden zu lassen. Aber die Information nochmal für Maximilian. Für den zweiten Termin können Sie sich auf jeden Fall und alle anderen Interessierten auch anmelden. Das müssten wir nochmal separat jetzt kommunizieren dann. Die Frage von Frau König haben wir damit auch beantwortet. Ja, es gibt dann einen Wiederholungstermin, aber im Prinzip ist das kein richtiger Wiederholungstermin, sondern es ist ein neuer Termin für die Präsenzprüfung, die nach dem neuerlichen Kursdurchlauf stattfindet. Wir werden das versuchen, wir dürfen es und können es natürlich nicht versprechen, weil wir da natürlich an unseren Partnerhochschulen hängen und Sie wissen, Sie könnten sich das vielleicht vorstellen, dass es schon schwierig war, hier an 5 verschiedenen Locations die Prüfung anzubieten. Das hängt immer von der Verfügbarkeit von Aufsichtspersonal und Räumlichkeiten natürlich ab. Vorher habe ich gerade die Frage von Herrn Wagner gelesen. Ich finde das schön, dass Sie sich so aktiv hier in der Diskussion beteiligen. Englisch anbieten aufgrund der starken Nachfrage und weil ich publikationstechnisch auch international entsprechend aufgestellt bin und die Nachfrage eben da war, auch von Seiten von Iversity. Das heißt, wir werden einen englischen MOOC anbieten zum Marketing mit einer etwas anderen Schwerpunktsetzung, aber im Prinzip ist jetzt kein Marketing 2 MOOC irgendwo in deutscher Sprache jetzt geplant. Das ist im Moment nicht in der Planung. Woran wir aber arbeiten, auch neben dem englischen Marketing-MOOC, wird ein MOOC sein zum Thema Projektmanagement. Da sind Sie ja schon jetzt im Moment in der Lage, in der Situation auf YouTube, wenn Sie meinen Namen da eingeben, eine Serie abzurufen, die wir mit On Campus produziert haben. Im Moment gibt es 9 Teile von 11 Teilen. Wir werden den aber auch noch fertigstellen, sodass Sie sich im Moment YouTube-Videos zu Projektmanagement ansehen können. Aber da werden wir auch mit Iversity einen MOOC auf die Beine stellen, der auch eine entsprechende Zertifizierung nach sich zieht. Es kommen hier ganz viele Fragen. Nein, das ist eine ganz wichtige Aussage. Das sind keine Multiple-Choice-Fragen, sondern das sind offene Fragen letztendlich, wo nicht mit Ja oder Nein oder richtig oder falsch geantwortet wird, sondern es sind offene Fragen. Es ist auch eine Rechenaufgabe dabei zum Thema Deckungsbeitragsrechnung, zum Thema Preismanagement. Und das sind keine Multiple-Choice-Fragen. Ja, haben wir gemacht. Herr Görbelich hakt er da nochmal nach. Haben wir beantwortet. Klasse, dass es auch in Englisch geben soll. Ja, wir bemühen uns, das wie gesagt auch noch relativ zeitnah fertigzustellen, sodass der Kurs vielleicht dann irgendwann im Sommer vielleicht diesen Jahres starten kann. Möglich ist. Also, definitiv wird für diese Runde, für dieses MOOC und für die Online-Prüfung, die Sie jetzt machen, keine Identitätsprüfung möglich sein, sodass Sie genau die Teilnahmebestätigung bekommen, die wir auch kommuniziert haben. Wo also einfach nur ein Name draufsteht und dass Sie teilgenommen haben. Das ist kein Zertifikat der Hochschule und damit kein offiziell anerkanntes Dokument, weil wir eben die Identität nicht nachprüfen können, weil Iversity im Moment technisch gesehen erst daran arbeitet. Das wird jetzt für die zweite Runde des MOOCs wird das aller Wahrscheinlichkeit nach möglich sein, sodass praktisch in 3 Monaten, wenn dann die zweite Runde läuft mit der Online-Prüfung, dass dann auch ein anderes Zertifikat ausgegeben wird. Da haben wir aber noch nicht weitergehende Informationen bezüglich des Termins und wir haben auch keine weitergehenden Informationen im Moment hinsichtlich der Kosten. Wir können aber auch an dieser Stelle schon sagen, dass diese Online-Prüfung dann mit der Identitätsprüfung, so sagt uns Iversity, nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden kann, weil die eben auch Kosten haben in Bezug auf die Identitätsprüfung.
Genau. Frau Die Ergebnisse, Seidelmeier die schreibt, ich würde anregen, die dass Sie werden Ihre nach dem Bücher als 28.01. Download anbieten, dann, damit die Lieferzeiten der Teilnehmer nicht mehr im Termin. Weg stehen. Ich weiß nicht genau, was Sie als Download meinen, ob Sie ein E-Book meinen oder ob Sie im Prinzip das Dokument irgendwie als PDF-Download meinen. Aus medienrechtlichen Gründen und verlagsrechtlichen Gründen dürfen wir natürlich kein Buch als PDF-Download zur Verfügung stellen. Da würde ich eine Abmahnung vom Verlag bekommen. Über ein E-Book kann man sicherlich nachdenken. Das greife ich gerne mal mit dem Verlag auf. Ja, in der Präsenzprüfung darf ein Taschenrechner verwendet werden. Gibt es bei der Klausur? Ja, es gibt kleine Fallstudien, ja, wobei die Betonung auf klein liegt. Das heißt, es gibt es, Szenarien beispielsweise, ich habe die Klausur hier gerade neben mir liegen, wo entsprechend ein Fall dargestellt wird in ein, zwei Absätzen eines Unternehmens und dann Fragestellungen zu dem Unternehmen und zu dem Fall sind. Beispielsweise erstellen Sie eine SWOT-Analyse oder welche Wachstumsmöglichkeiten nach Ansoff stehen dem Unternehmen zur Verfügung oder welche Strategie nach Porter verfolgt das Unternehmen. Das können so Fragestellungen zu so einem Fall sein. Das geht bei mir immer relativ schnell. Die Präsenzprüfung, die ich in Lübeck mitnehme, die sind innerhalb eines Tages korrigiert. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, die Klausuren, die jetzt im Prinzip an den anderen Studienstandorten geschrieben werden, nach Lübeck zu schicken oder mir in digitaler Form zur Verfügung zu stellen. Das kann ich jetzt natürlich schlecht beantworten. Ich werde die auf jeden Fall alle selber korrigieren. Und ich sag mal, sofern die per Post oder per E-Mail kommuniziert werden, dauert das nicht lange. Das heißt, maximal würde ich mal einfach sagen, 2 Wochen. Halten Sie die Klausur kurz vor die Kamera. Ja. Kann ich machen. Haben wir hier, sehen Sie kurz, Deckblatt, kann man schlecht lesen. Ich halte es mal gerne in die Kamera. Hier, Präsenz- und Abschlussklausur, genau. Test, Grundlagen des Marketing. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt geht es nochmal um die Themen. Sie haben ja 10 ja, Fragen für also die Präsenzprüflinge beschrieben. Die eingegrenzten Bereiche letztendlich, die sind relevant Thema, für die jeweiligen Fragen. Ja, die sind dann relativ fix. Also es wird nichts abgefragt, was wir nicht beispielsweise hier eingegrenzt haben oder was wir auch nicht behandelt haben im Präsenzunterricht. Wohlgemerkt. Genau. Nochmal zu der Frau Röschmann. Also der Termin ist ja am 29. für die Präsenzprüfung. Genau, und am 28. werden die Ergebnisse bekannt gegeben. Ja, gut. Ist vielleicht ein Learning, was wir mitnehmen das sollen. Das ist etwas kurzfristig, das stimmt. Für die nächste Runde vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis. Das nehmen wir mal mit auf. Vielen Dank für den Hinweis. Herr Maron schreibt hier nochmal, ich schreibe in Lübeck somit perfekt, wie der gesamte Kurs. Danke. Wir haben zu danken. Es freut uns auch, wenn Sie das eine oder andere mitnehmen können und wir freuen uns, wenn, wie gesagt, wenn diese Form des Lernens, der Wissensvermittlung auch weiter an Bedeutung gewinnt. Nein, Jumiro fragt, gibt es Voraussetzungen, sprich die normalen Uni-FH-Voraussetzungen, Abitur, Matura für die Präsenz? Im Prinzip haben wir hier wirklich eine Innovation. Sie sind praktisch in der Lage, diese Präsenzprüfung zu schreiben, wenn Sie volljährig sind und eine Realschule besuchen und noch nicht den Abschluss gemacht haben oder Sie sind Abiturientin oder Abiturient, Sie wissen noch gar nicht, was Sie studieren sollen, dann können Sie trotzdem diese Prüfung absolvieren und ablegen. Vielleicht sind Sie auch gar nicht zur Schule gegangen, gar nicht zur Universität gegangen, das ist alles überhaupt kein Problem. Trotzdem können Sie diese Prüfung machen und auch bestehen mit entsprechender Vorbereitung. Und das ist wirklich durchaus machbar. Bei der Klausur fallen also erfahrungsgemäß sehr, sehr wenige Studenten, wenn überhaupt welche, durch. Das ist eben das Schöne. Also ich kann auch praktisch, wenn ich, keine Ahnung, in der Bäckerei arbeite, kann ich diese Prüfung absolvieren. Ja, also wir haben im Moment, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube 36 Anmeldungen für die Präsenzprüfung in Lübeck und den anderen Standorten. Wie die Zahlen für die einzelnen Standorte aussehen, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Das ist, wie die Geschäftsführung von iVersity gesagt hat, ein recht guter Wert. Obwohl wir, das sagen wir auch in aller Ehrlichkeit, uns noch ein
paar mehr erhofft hatten. Wir hatten schon gesagt, dass wir 50 bekommen, also an jedem Standort eigentlich 10. Das fanden wir ein bisschen schade, weil wir natürlich auch hier den anderen Standorten gegenüber gesagt haben, ja, wir haben da auch ein bisschen mehr als 2, 3 Studenten. Haben wir letztendlich auch geschafft, aber gerade mal eben so. Ja, das hatte ich vorhin schon beantwortet. Die Frage kam ja schon mal. Wir haben ebenso für die normalen Präsenzstudierenden im Moment keine Übungsklausur mit Musterlösung. Im Prinzip besteht die Übung ja schon in der Multiple. Interessant. Ja, nehmen wir gerne auf. Vielen herzlichen Dank. Schreiben Sie uns das auch gerne. Was, wie gesagt, wir fordern alle auf, uns positive Kritik genauso wie negative Kritik zuzusenden. Was hat Ihnen gefallen? Was hat Ihnen nicht gefallen? Was kann man besser machen? Wie gesagt, das ist ja auch hier die Möglichkeit, die das Internet bietet. Open Source Marketing, Customer Generated Innovation. Da sind wir also sehr, sehr dankbar. Auch für kritische Stimmen, die gesagt haben, Mensch, das ist nicht gut gelaufen oder ihr habt ja was suboptimal gemacht. Davon möchten wir gerne mehr haben oder davon möchten wir gerne weniger haben. Wir nehmen das alles gerne mit. Es ist für uns ein Lernprozess und wir sind uns auch bewusst, dass wir sicherlich viele Fehler gemacht haben. Das ist ein Lernprozess, wie gesagt, und wir werden versuchen, kontinuierlich hier da anzuknüpfen und das und uns da weiterzuentwickeln, das zu verbessern. Also das ist mit Abstand nicht perfekt, wir wissen das, aber ich denke mal, für die Kürze der Zeit haben wir da wirklich ein Konzept auf die Beine gestellt, mit welchem wir alle zufrieden sein können. Genau, vielleicht noch in Ergänzung, Herr Muschall schickt heute Abend eine kleine Online-Evaluation. Sebastian Maron schreibt nochmal, es sollte MOOCs für alle Fächer geben. Können Sie dann ja, Ihre Kommentare Ja, das macht das Online-Lernen so viel einfacher mit dem bereits gut ausgearbeiteten und Campus-Konzept. Ja, wir sind da bemüht, das Angebot auszuweiten. Sicherlich, das hat auch natürlich seine Grenzen, aber ich habe das auch schon weiter in die Politik getragen. Ich denke mal, das ist ein wirklich sehr, sehr valides und innovationsträchtiges Konzept, wo wir daran interessiert sind, dass also genau, Herr Hannemann-Ucker schreibt noch, dass wir die Frist bis heute Abend verlängern sollen. Meinen Sie damit die Frist zur Prüfungsanmeldung? Okay, ja, dann, also wir haben die letzten Daten noch nicht übergeben an die Standorte. Das hat Frau Herbst jetzt einfach jetzt positiv mal so beschieden. Können wir das mit aufnehmen. Und dann will ich mich dem natürlich nicht in den Weg stellen. Eigentlich ist die Frist, wie gesagt, abgelaufen. Aber letztendlich, genau. Gut, wenn jetzt einer noch Interesse bekundet und sagt, okay, ich möchte das noch machen. Vielleicht macht er das noch wirklich last minute. Ich weiß nicht, ob die technischen Möglichkeiten letztendlich da sind. Das müsste ich letztendlich nochmal mit dem technischen Team um Herrn Muschall herum besprechen, wie das möglich ist, ob man sich dann noch für die Präsenzprüfung anmelden kann. Ich glaube, die war ja hier gemeint. Und die hattest du jetzt auch gemeint, Stephanie, richtig? Ja, genau. Also ich werde ja die Daten an die Standorte geben. Von daher ja, das wäre auch in Ordnung, wenn ja, das wäre auch in Ordnung. Also für mich ist es in Ordnung. Ich denke mal, da sind wir relativ flexibel. Ich denke, und wir wollen uns da auch nicht verwehren, wenn jetzt einer sagt, Mensch, komm, ich traue mir das zu, ich mache das dann auch mit. Ich kann Ihnen sagen, wie gesagt, Sie müssen dafür keine Angst haben. Ich denke mal, es ist auch eine einmalige Chance, die wir Ihnen bieten. Da fallen eigentlich im Prinzip keine Studenten durch. Und wenn sie sich da einigermaßen gewissenhaft darauf vorbereiten, kann da nichts schief gehen. Ich habe das ja relativ exakt eingegrenzt. Ich kann da gleich auch nochmal konkret ein bisschen mehr zu sagen. Ich will nochmal kurz auf die anderen Fragen hier eingehen. Ich hatte nämlich ein paar Sachen. Wir kommen ja gar nicht nach. Moment. 10 Fragen wieder. Es ging um die Peer-Review-Aufgaben. Ja, ich hinke jetzt noch ein bisschen hinterher und zwar fragt der erste Mal, ob man die Kommentare, die die Kommilitonen bei der Bewertung eingegeben haben, ob dann Herr Högelmeier fragt, ist meine Lösung, dieser Präsenzprüfung am Computer einzugeben oder mit dem Stift auf Papier? Also Präsenzprüfung ist im Prinzip einfach auf Papier. Die bekommen eine Klausur von 10 Seiten und die Klausur ist letztendlich dann auf dem Papier letztendlich auch zu beantworten in den entsprechenden Kästchen, also nicht mit dem Computer. So, das war die Frage von Herrn Högelmeier. Jetzt muss ich nochmal weiter gucken. Wir möchten auf alle Sachen eingehen.
Herr Bogal bedankt sich. Ich danke Ihnen, Herr Bogal, dass Sie sich so engagiert haben in dem Kurs. Das freut mich dann auch. Wir verlängern die Frist bis heute Abend oder meinetwegen auch gerne bis morgen Abend. Da habe ich kein Problem mit. Eine Anregung. Frühe Verfügbarkeit der Online-Ergebnisse, glaube ich, ne? War hier auch nochmal gefragt, Stephanie. Das müssten wir auch nochmal mit aufnehmen, inwieweit das möglich wäre. Ja, das müssten wir nochmal aufnehmen. Eine Anregung Ist wäre ein alles Mookreader, notiert? sagt Frau Wiener hier. Und gut, das nehmen wir auch gerne mal mit auf. Danke für die tolle Zeit und die hervorragende Wissensvermittlung. Es freut uns. Wie gesagt, wir danken Ihnen. Frau Wilmer, bei der ersten Peer-Review-Aufgabe fände ich sehr, wenn man Kommentare, die Kommilitonen bei der Bildung lesen könnte. Auch das ist ein toller Hinweis, finde ich, von Frau Wilmer, den wir auch mit aufnehmen sollten für die zweite Runde. Zu spät? Nein, das ist kein Problem. Sie können alle, die an der Fachhochschule Lübeck immatrikuliert sind, können mir gerne einfach eine E-Mail schicken mit Name, Vorname und Matrikelnummer und dann reicht das. Dann trage ich sie in eine entsprechende Prüfungsliste ein und dann brauchen Sie sich nicht weiter um zusätzliche Anmeldungen zu bemühen. Okay, ich möchte ganz kurz Ja, weil da zurückspulen, dass wir tummeln die ganze oben Zeit die noch Fragen, die im Diskussionen ein. Elsa-Kurs Ich finde das gestellt toll, wurden, dass nochmal alle, die im Moment im weiter Chat sind, auch kurz sich durchgehen so und dann engagiert gehen wir auf beteiligen. die Fragen im Chat Eine ein. Musterlösung der Peer-Review-Aufgaben. Ja, prima. Das ist eine gute Frage. Es ist im Prinzip so, ich sagte das vorhin im Vorgespräch zu Frau Herbst auch, wie bei einer Interpretation in Deutsch oder einer Rezeption eines Buches. Im Prinzip gibt es keine Musterlösung zu Kafkas Prozess. Und so ist das bei so Case Studies zum Management, zum Marketing häufig auch. Es gibt nur mehr oder weniger gut durchdachte und schlüssige Antworten, Konzepte. Es gibt natürlich auch fehlerhafte Faktoren. Wenn jetzt beispielsweise jemand als Chance die Entwicklung eines neuen Energy Drinks für Red Bull darstellt, dann ist es natürlich ein endogener Faktor und somit sui generis verkehrt in der SWOT-Analyse, aber es gibt jetzt nicht die Musterlösung. Was wir aber machen können, wir können versuchen, das wird sicherlich ein, zwei Wochen vielleicht dauern, aber wir können versuchen, Prüfungen rauszusuchen, Peer-to-Peer-Reviews, die sehr, sehr gut bewertet worden sind und dann natürlich nach Rücksprache mit dem Autor fragen, ob wir diese zur Verfügung stellen können, quasi als Anschauungsbeispiel. Ich möchte nicht sagen Musterlösung. Ja, die nächste Frage, Das hinsichtlich ist der so wie mit, Verständnis, also je nachdem, wie Sie die Kommunikationspolitik Frage verstehen und oder die Wörter definieren, die sind Kommunikationsstrategie, nicht sind das klar Synonyme mehr oder weniger in der voneinander abgegrenzt. Ich Verständnisfrage? verstehe das so. Wir haben das immer so abgegrenzt und definiert, so wie wir das mit Marketingpolitik und Marketingstrategie auch tun. Marketingstrategie ist der längerfristig ausgelegte Prozess, wo es um die Weichenstellung für die Zukunft steht, wo ein Unternehmen auch fragt, wo will ich eigentlich in 3, 4, 5 Jahren stehen, hinsichtlich Marktanteil, gestützte Markenbekanntheit zum Beispiel. Und Marketingpolitik ist letztendlich die Implementierung anhand der 4Ps, anhand der absatzpolitischen Instrumente, auch am Point of Sale. Das ist also die eigentliche Umsetzung. Also die eher sich aus dem ganzen Prozess letztendlich zusammensetzt und längerfristig ausgelegt ist und die Kommunikationspolitik die eigentliche Umsetzung ist. Also Tonality zum Beispiel, Reason Why, Mediaselektion und so weiter und so fort. Okay, dann noch eine Frage B2C, B2B. Primärer Fokus in den Lerneinheiten lag auf B2C. Der berufliche Erfahrungshintergrund von Herrn Anheier und Frau Konrad ist eher eben aus dem Investitionsgüterindustrie und daher Fallstricke ist würden ein Sie gerne noch ein paar schönes Wort. Informationen, wo lauern hier Wir Fallstricke, haben ja über Unterschiede? Unterschiede von B2B und B2C-Marketing schon mal gesprochen. Ich will jetzt nicht das nochmal alles enumerieren, vielleicht nochmal ganz einfach gesagt. Im Prinzip alles, was wir über B2C gesagt haben, ist
auf B2B-Märkte anwendbar. Der große Unterschied zwischen B2C und B2B-Märkten besteht in einzelnen Marktcharakteristika, also in unterschiedlicher Ausgestaltung des Marktes. Beispielsweise haben wir, und das ist ein wesentlicher Unterschied, in B2B-Märkten, also wenn es darum geht, dass ein Unternehmen Leistungen, Services oder auch Produkte an andere Unternehmen vertreibt, dass wir dann nicht einen Käufer haben letztendlich, der hier Leistungen nachfragt oder Produkte nachfragt, sondern wir haben das sogenannte Buying Center, ja, oder eine sogenannte Decision Making Unit, DMU, Decision Making Unit. Also das sind meist mehrere Personen in den Unternehmen, die Entscheidungen über die Auswahl von Produkten und Services oder Lieferanten treffen, und diese Personen einen sogenannten Influencer, also das kann der aus dem Einkauf sein, das können Personen aus anderen Abteilungen sein. Das heißt, das macht natürlich gerade insbesondere das Einkaufsverhalten in B2B-Märkten viel, viel komplexer, als es in B2C-Märkten ist, weil ich im Prinzip jede Person im Buying Center, jede Person in dieser DMU unterschiedlich ansprechen muss, weil jede Person ja unterschiedliche Bedürfnisse hat. Das heißt, ich muss im Prinzip ein und dasselbe Produkt mit unterschiedlichen Nutzen gegenüber unterschiedlichen Personen im Buying Center kommunizieren. Das wird leider im Moment nicht so konsistent und schön gemacht, weil man meistens die gleichen Broschüren nimmt oder Informationen, Mails, Broschüren, habe ich schon gesagt, Internetauftritte, egal welche Person im Buying Center man letztendlich mit Produkten und Services adressiert. Also da liegt ein ganz, ganz großer, vielleicht Fallstrick oder ein großer Unterschied, dass ich eben das Einkaufsverhalten, dass es so komplex ist im B2B-Marketing. Ergänzend zu der Frage wurde hier gefragt, wenn B2B A mit Zwischenhandel, B ohne Zwischenhandel, damit meine ich zum Beispiel Service wie SAP-Berater oder Online-Marketing, ja. Ich weiß nicht, worauf diese Ergänzung hier konkret abzielt. Ich denke mal, ich gehe mal da so drauf ein, dass je mehr Zwischenhändler ich letztendlich habe, aber desto komplexer wird es natürlich und desto mehr Motive und Bedürfnisse muss ich natürlich befriedigen. Und deswegen wird das natürlich nochmal, also daran liegen die Unterschiede und auch die besonderen Herausforderungen. Deswegen ist B2B-Marketing natürlich nochmal eine andere Eskalationsstufe als B2C, insbesondere, wie gesagt, aufgrund dieses Buying Centers, dieser Decision-Making Unit. Wollen wir jetzt nochmal auf die Fragen in der Diskussion kurz eingehen, bevor wir da... Genau, das war jetzt auch die letzte Frage aus dem Etherpad. Herr Högelmeier. Ja. Bezieht sich auf ein Dokument Marketing Relationship Perspective und fragt, warten Sie, ob Wilma, das insgesamt für die Präsenzprüfung hilfreich wäre. Achso, Wirtschaftspsychologie bei der Euro-FH. Ja, ich arbeite auch für die Euro-FH, richtig. Das freut mich. Vielen Dank, Frau Wilmer. Was haben wir noch? Die Kommentare der Peer Reviews kann man doch lesen. Okay. Gut, wertvoller Hinweis hier von Frau Röschmann hier, genau, wenn man auf die Sprechblase drückt. Ja, das ist ein guter Hinweis. Das ist mir jetzt auch in dem Kontext nicht eingefallen. Herr Högelmeier fragt, ein Dokument, Marketing and Relationship Perspective, Chapter 1. Im Prinzip, was ich gemacht habe, ich habe natürlich hier einfach beispielhaft, weil ich damit natürlich zwangsläufig arbeite, aus meinem Buch entsprechende Seitenzahlen angegeben und die entsprechenden auch Thematiken, die jeweils behandelt werden für die Einzelfragen oder mit Wikipedia und dergleichen arbeiten. Wie gesagt, Sie sind da vollkommen frei. Ich kann natürlich nicht irgendwie Fragen eingrenzen anhand von verschiedensten Lehrbüchern. Das ist letztendlich zu viel Aufwand. Und deswegen habe ich da letztendlich das eine Buch herangezogen. Aber natürlich ist das eine sinnvolle Vorbereitung für die Prüfung. Das können Sie auch in zahlreichen Bibliotheken entleihen. Sie müssen das letztendlich nicht für die Präsenzprüfung käuflich erwerben. Um das mal ganz klar an dieser Stelle zu sagen, also wir sind nicht hier, um irgendwelche Bücher zu verkaufen,
Das ist natürlich immer schön, da freut sich der Autor und auch der Verlag freut sich darüber. Das konzidiere ich gerne, aber das ist letztendlich von absolut sekundärer Bedeutung, wenn es überhaupt von Bedeutung ist. Um da mal mit einem Vorurteil vielleicht aufzuräumen, in diesem Kontext auch interessant im B2B-Marketing. Wenn über Amazon Bücher verkauft werden, hat Amazon so eine Spanne von 40%, aber letztendlich die Autoren verdienen an den Büchern jetzt nicht so schrecklich viel Geld. Also das spielt hier eigentlich gar keine Rolle. Ne? Bereiten Sie sich einfach anhand dieser Schlagworte vor, die wir genannt haben. Also zum Beispiel Product Placement beispielsweise oder Public Relations. Lesen Sie sich das nochmal durch bei Wikipedia oder in irgendwelchen Hausaufgaben, die online zur Verfügung stehen. Die Quellen sind ja endlos. Und dann ist es auch prima und ausreichend. Ja, im Internet, ich glaube, ich habe auf meiner Homepage das erste Kapitel kostenfrei online gestellt. Das durften wir von Verlagsseite aus tun. Leider die anderen nicht. Ich verstehe auch das nicht. Das Frage müsste er vielleicht nochmal von gesondert Hermann Oecker ausführen. bezieht sich auf Frau B2C, Wilmer fragt nochmal, erhalten B2B, wir eine aber gesonderte ich Einladung verstehe mit es nicht genau. Detailangaben per E-Mail über die Präsenzprüfung? Ich denke mal, das werden wir Ja, nochmal gesondert kommunizieren mit genau. den Adressen und dem genauen Zeitpunkt. Sonst gebe ich Ihnen gerne an dieser Stelle nochmal einige allgemeine Hinweise oder ein bisschen spezifischere Hinweise zu der Klausur. Die Klausur besteht insgesamt, ich sagte das glaube ich auch, aus 10 Fragen. Eine Frage ist allgemein, da geht es eher. Das ist eine Frage aus dem Bereich der Kommunikationspolitik. Ich habe das ja gesagt, es kann eine Frage sein zu Public Relations oder Product Placement. Was ist das eigentlich? Was sind so die Vor- und Nachteile? Dann gibt es eine Frage zur Distributionspolitik. Das kann beispielsweise die Frage sein nach Vorteilen von direkter, indirekter Distribution oder Vorteilen von Multichannel-Distribution. Dann gibt es eine Frage hier zur Preispolitik. Sehe ich, es könnte sein, welche Bedeutung Preispolitik letztendlich hat oder welche Instrumente der Preispolitik es gibt. Dann noch eine Frage zur Preispolitik, könnte also wie gesagt aus dem gleichen Bereich letztendlich kommen, könnte Preiselastizität zum Beispiel betreffen, Preisabsatzfunktion, Einflussfaktoren auf die Preiselastizität. Dann habe ich eine Frage aus dem strategischen Bereich. Also da kommen eigentlich in Frage SWOT-Analyse, Ansoff-Matrix, Portfolio-Analyse, Porter. Das habe ich, glaube ich, auch so geschrieben. Und dann noch eine Frage aus dem strategischen Bereich. Gilt genau das, was ich gerade gesagt habe. SWOT-Analyse, Ansoff, Porter in der Regel. STP noch. Und noch eine strategische Frage und da gilt genau das Gleiche, was ich gesagt habe. Dann eine Frage aus dem Bereich der Marktbearbeitung, auch aus dem strategischen Bereich. Da ist relevant hier Marktsegmentierung, diese ganze Problematik, die wir besprochen haben. Und dann gibt es noch eine Rechenaufgabe. Ich sagte, das ist die abschließende Aufgabe 10. Und da geht es um Preisanalyse, um Break-Even-Management. Also Sie sollten in der Lage sein, Break-Even-Point mal auszurechnen, beziehungsweise einen Deckungsbeitrag. Das würde ich mir nochmal ansehen für die Klausur. Und damit sind Sie auch exzellent vorbereitet. Präsenzprüfung machen wollen, genau die gleichen Informationen haben und damit auch genau die gleichen Voraussetzungen und Chancen wie meine Präsenzstudentin. Gut, dann haben wir hier noch mehrere, glaube ich, Punkte in der Diskussion. Da viele hier jetzt nochmal gerade noch was schreiben. Ich glaube, die Fragen aus dem Etherpad hatten wir ja alle soweit beantwortet. Vielleicht warten wir nochmal, wir haben noch ein Genau. paar Minuten Zeit. Wenn Sie dann freundlicherweise noch ein paar Diskussionspunkte gerne, was Ihnen noch auf der Seele liegt, was Sie gerne noch loswerden möchten, nochmal kommunizieren. Natürlich schaffen Sie das, Herr Höhemeier. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Sie brauchen letztendlich auch nur, ich hatte das ja, glaube ich, kommuniziert, Sie brauchen letztendlich nur 40%, um eine 4,0 zu erzielen. Was mir noch einfällt, Ja, insbesondere das alle, ist ein die wichtiger außerhalb Hinweis. auch schreiben, aber alle, die auch in Lübeck schreiben, sie müssen natürlich einen Personalausweis dabei haben, ist klar. Wir müssen ja ihre Identität Ich freue mich. prüfen
Ich freue mich, insbesondere über das Lob auch von Herrn Richter, der hier schreibt. Das ist ganz ich möchte wichtig. Mich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken. Ich bin ein Handwerker und habe den Winter für ein bisschen Weiterbildung genutzt. Und Sie haben viel nehmen können. Das freut uns auch und ich werde das, das können Sie versichert sein, auch an höchster Stelle bundespolitisch entsprechend auf dem beim Bundesministerium adressieren, sondern letztendlich breitere Bevölkerungsschichten hier auch ansprechen können, völlig unabhängig von der Ausbildung. Und wie gesagt, es freut mich sehr, sehr, dass Sie sich nochmal die Mühe gemacht haben, das hier zu schreiben, Herr Richter. Vielen herzlichen Dank. Nein, auf dem Zertifikat, auf dem Online-Zertifikat nochmal, stehen natürlich keinerlei Prozentwerte, da stehen keine Punkte drauf, gar nichts. Das ist genau das Layout, was ich schon kommuniziert habe, was uns iVersity so zur Verfügung gestellt hat. Deswegen kann man damit natürlich auch eigentlich nichts anfangen. Im Prinzip muss man realistisch sagen, man muss das vielmehr so als Teilnahmezertifikat nochmal sehen, als Bestätigungszertifikat, aber man kann das letztendlich natürlich nicht verwenden, um gegenüber dem Arbeitgeber beispielsweise oder im Rahmen einer Bewerbung das aussagekräftig in einen Lebenslauf einfließen zu lassen. Dafür ist das natürlich im Moment nicht geeignet, weil im Moment halt von Seiten iVersity die technischen Möglichkeiten noch nicht gegeben waren. Das Zeugnis für die Präsenzprüfung wird natürlich ein entsprechendes Zertifikat sein von der Hochschule über ein Credit Point Äquivalent und damit natürlich auch eine andere Wertigkeit haben. Das haben wir auch an vielen Stellen so kommuniziert. Ja, natürlich. Da steht eindeutig eine Note drauf, ganz klar. Da wird mit, also genau, nicht in 0,1er Schritten geschrieben, sondern da steht 1,0, 1,3, 1,7, 2,0, 2,3, 2,7 und so weiter und so fort. Natürlich. Wir haben noch 8 Minuten. Vielleicht warten wir noch auf Maximilian und weitere, die vielleicht noch Fragen stellen möchten. Wir haben noch ein konsistent harten Kern von 33 Teilnehmern, was ich ganz toll finde. Ja, interessant, vielen Dank zum Thema Verhandlung. Ja, da plane ich im Moment nichts, aber sicherlich können Sie im Netz da auch das ein oder andere finden. Vielen Dank auch für das Lob von Herrn Hennemann-Ücker. Genau, was ich aber auch schon verkünden kann, wir sind, wie Herr Preisnick schon sagt, auch in der Planung für weitere MOOCs, also Projektmanagement und Marketing auf Englisch, aber auch andere Themen sind hier im Gespräch. Genau, schauen Sie ab und zu auch auf unseren Seiten oncampus.de, da werden Sie sicherlich weitere MOOCs auch demnächst finden. Projektmanagement ist super interessant, ja. Das hat iVersity so gesehen. Da müssen wir schauen, wir wollen das auch mit iVersity machen. Wir können das relativ schnell auf die Beine stellen. Wie gesagt, Sie kriegen schon einen guten Eindruck, wenn Sie die YouTube-Videos zu Projektmanagement anschauen. Ich habe auch von Herrn Wittke, der da unser technischer Leiter ist, auch die neuesten Zahlen bekommen. Ich glaube, allein der erste Teil hat da über 17.000 Downloads. Geht und im Prinzip werden die Videos, welche wir im Rahmen der MOOCs Projektmanagement produzieren, ähnlich sein, nur dass wir ein bisschen mehr Interaktivität mit dem iPad letztendlich haben und vielleicht mal ein paar andere Beispiele. Aber im Prinzip können Sie das schon recht gut sehen, was auf Sie zukommt. Und wir werden auch, und das ist der große Vorteil, ja, den das MOOC bietet gegenüber dem reinen YouTube-Konsum, dass wir ein bisschen mehr Dialog haben über die Quizzes und dass wir auch die Möglichkeit bieten, nachher auch bei dem MOOC Projektmanagement ein Hochschulzertifikat zu bekommen. Maximilian will sich das Buch kaufen. Ja, vielen Dank, das freut mich natürlich auch. Wenn Sie mir eine E-Mail schicken, schicke ich Ihnen gerne ein Vorzugsexemplar. Ich glaube, ich habe noch irgendwo eins rumliegen und schreibe Ihnen auch gerne Widmung rein. Danke, ist nett von Ihnen, Maximilian. Wir haben auch wirklich, das können Sie versichert sein, hier alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Ihnen wirklich, das habe ich immer wieder gesagt, den bestmöglichen Service da zu bieten. Und ja, wie gesagt, freut uns, wenn das hier bei Ihnen auch so gut ankommt. Ein Lehrbuch auf Deutsch für Marketing, ja.
Empfehle ich gern das von meinem Freund. Das schreibe ich ja auch gerade auf Deutsch. Es kommt jetzt neu raus. Im Moment können Sie sich das gebraucht, glaube ich, recht günstig kaufen. Kottler Keller Blimel Marketing Management. Ich glaube, ich habe die englische Version empfohlen, weil ich eigentlich nur mit englischen Büchern arbeite. Also das wäre eine Empfehlung zum Beispiel auf Deutsch. Das wäre also ein sehr, sehr gutes Buch, wo Sie auch viele Sachen nachschlagen können. Das ist sehr, sehr umfangreich. Es sind ungefähr, glaube ich, 1000 Seiten. Und da können Sie auch gerne natürlich auch eine ältere Auflage, ich denke mal auch recht günstig über Amazon Marketplace zu einem attraktiven Preis erwerben. Sonst ist das auch so ein Standardwerk, welches in Bibliotheken auch zur Ausleihe bereitsteht. Kottler Keller Blimel, und wie gesagt, da schreibe ich ja gerade an der aktuellen deutschen Auflage mit. Die wird aber erst die neue Auflage Kottler Keller Genau, Opresnik heißt Kretschmann es dann. empfiehlt auch das Buch bei Marketing Manfred Management wird aber Krumm. erst Ende des Jahres erhältlich sein. Buch Marketing von Manfred Brun ist ein gutes Buch, was die Frau Röschmann hier empfiehlt oder in den Ring wirft. Das ist ein sehr kompaktes Buch, welches ich auch empfehlen kann. Es ist, glaube ich, relativ preiswert, preisgünstig auch. Ich glaube mit 29 Euro, und da reicht auch eine frühere Auflage letztendlich. Genau, die Frau Seidelmeier fragt, ob die Rechnung für die Online-Prüfung später auch an eine andere Person verschickt werden kann. Ich denke mal, das kriegen wir irgendwie hin. Also, wir freuen uns, wenn Sie unseren Kurs weiterempfehlen und dann werden wir auch eine Rechnung sicherlich irgendwie an eine andere Person schicken können. Also, zumindest können wir das an Aversity auch weitergeben, diese Anforderungen. So, wir haben noch 3 Minuten, vielleicht nach der Computeruhr hier zu schließen. Ja, bei der Prüfung in Lübeck werde ich anwesend sein. Da müssen wir noch mal schauen, ob wir vielleicht einen größeren Raum brauchen. Aber da werden wir uns auf jeden Fall sehen. Na, sehen wir Sie zur Prüfung in Lübeck? Und ich habe schon gehört, bei der Prüfung, ich weiß nicht, ob wir jetzt Teilnehmer dabei haben, die in Berlin schreiben werden. Iversity möchte gerne zur Präsenzprüfung von Grundlagenmarketing auch ein paar Leute hinschicken, sozusagen, die das so ein bisschen beobachten, weil wir, wie gesagt, neben dem Kurs von Kollege Piller von der RWTH Aachen, der ja Grundlagen BWL als MOOC angeboten hat, der einzige Kurs sind auf Iversity, auf der Plattform, welche eine Präsenzprüfung anbietet. Schön, dass dass sich auch einige Teilnehmer darüber freuen, dass wir den Kurs auf Deutsch gemacht haben und nicht auf Englisch. Wie gesagt, das mit Englisch holen wir jetzt nach, weil die Umfrage oder das Interesse halt sehr, sehr groß war. Und Sie haben das ja sicherlich gelesen in Diskussionen. Viele sagten einfach nur English, please. Und dem geben wir gerne nach. Und wie gesagt, da sind wir in der Lage, relativ zeitnah das auf die Beine zu stellen. Und deswegen wollen wir das tun, um auch einer größeren europäischen zumindest Öffentlichkeit auch hier die Möglichkeit des Zugangs zu Marketingwissen zu geben. Ja, also an den anderen Jetzt Standorten nochmal zu ist Herrn natürlich auch Lümmelmeier, eine ob Aufsichtsperson, jemand die aber vor Ort nicht ist, an anderen notwendigerweise aus dem Standorten für Fach ist. Verständnisfragen. Im Prinzip ist es auch so, dass die Professoren bei der Präsenzprüfung auch keinerlei Hinweise geben dürfen. Verständnisfragen können Sie natürlich dann auch ja da beantworten. Die Möglichkeit habe ich natürlich, wenn wir jetzt noch da sicherstellen wollten, dass wir da entsprechend qualifiziertes Aufsichtspersonal zur Verfügung stellen, welches inhaltliche Fragen beantworten kann. Also das ist leider da nicht möglich. Aber ich denke mal, die Fragen sind relativ klar formuliert und die Klausur ist schon, also alle Fragen mehr oder weniger auch schon mal in abgewandelter Form so geschrieben worden. Also es sollte eigentlich gut machbar sein. München, nein, habe ich jetzt gerade gelesen. Eine Zertifizierung nach IPMA sagt mir ehrlich gesagt nichts, müsste ich mal aufnehmen. Frau Herbst sagt das vielleicht etwas. Eine Zertifizierung. Ja, also was wir haben, unsere Zertifizierung ist letztendlich International auch Project die Management Vorlesung, die ich im Association. Präsenzunterricht halte, ist letztendlich Haben auch wir. DGQ, also Deutsche Gesellschaft für Okay. Qualitätssicherung, DGQ, relevant. Ich denke mal, das sollte möglich sein, das auch nach IPNA irgendwo mal zu durchdenken, sage ich mal vorsichtig formulieren. Ich muss es mal mit aufnehmen. Aachen mache ich auch. Ach so, Aachen machen Sie auch. Das ist interessant. Okay. Auch dieser Kurs hat wie Ihrer zu einer gewaltigen.
Ja. höheren Ansichtwertung von Iversity Genau. geführt. Dann. Ja, prima, vielen Dank. Ja, englische Fachbegriffe können Sie benutzen. In der Präsenzprüfung kein Problem. Customer Value Proposition, sowas müssen Sie nicht übersetzen. Das ist kein Problem. Sie müssen auch nicht eins zu eins, das nochmal zur Vorbeugung. Das gilt bei meinen anderen Prüfungen auch grundsätzlich. Sie müssen eins zu eins keine Definition aus irgendwelchen Lehrbüchern oder von den Folien oder aus meinen Vorträgen irgendwelche Sachen repetieren, sondern Sie müssen es in eigenen Worten irgendwo darstellen. Wenn jetzt gefragt wird, irgendwo nach Marktsegmentierung beispielsweise, was verstehen Sie unter Marktsegmentierung und nach welchen Kriterien kann diese vorgenommen werden, beispielsweise, da muss man jetzt nicht sagen, Marktsegmentierung ist die Aufteilung eines heterogenen Gesamtmarktes in homogene Teilsegmente, wobei die Segmente in sich möglichst homogen und nach außen hin heterogen sein müssen. Also sowas muss man gar nicht bringen, sondern man kann das in seiner eigenen Sprache letztendlich ausdrücken und niederschreiben und das ist dann auch völlig in Ordnung. Vielen Dank, Herr Högelmeier, wir haben zu danken. Lassen Sie uns gerne in Kontakt bleiben. Ich fordere alle dazu auf, teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit, auch insbesondere die, die in der Praxis sind. Was konnten Sie gebrauchen, was konnten Sie nicht gebrauchen? Teilen Sie mir Verbesserungsvorschläge mit. Und ich fordere auch alle gerne auf, wir haben ja auch eine Verlosungsaktion, um jetzt nochmal auf das Buch zu kommen. Wenn Sie Anregungen haben, auch zum Buch, was wir da ausbauen können, machen Sie das gerne, schicken Sie mir alles und sagen Sie, okay, in Ihrem Buch, da müssen wir noch ein Kapitel machen über Social Media Marketing oder das müssen wir ausarbeiten. Ich nehme das gerne alles auf und wir haben ja auch einigen ganz konkret die Möglichkeit geboten, die besonders gut abschneiden, an dem neuen Buch mitzuwirken. Wir wollen jetzt nicht günstige Arbeitskräfte haben, sondern wir geben Ihnen die Möglichkeit, einfach Wissen einfließen zu lassen und wir werden Sie natürlich dann exklusiv auch im Vorwort des Buches erwähnen. Also Stichwort Customer Generated Innovation, Customer Generated Development. Wie gesagt, freue ich mich immer, wenn Sie mir Anregungen geben, auch zu Büchern, zu Publikationen, auch zum Verhandlungsführer gerne. Überhaupt kein Problem. Ich freue mich auf jeden Austausch. Auch über negative Kritik, wo Sie sagen, Mensch, in der Praxis sieht das alles ganz anders aus oder ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Da sollten Sie mal drüber schreiben oder da sollten Sie mal das relativieren. Dann denken wir auch darüber gerne nach. Wir hoffen, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Nicht nur aus dem Live-Chat, sondern insgesamt aus dem Kurs. Wie gesagt, vielen Dank für das positive Feedback. Und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Wir werden den Live-Chat wieder online stellen, auf YouTube, glaube ich, oder auf der Iversity-Plattform. Und ich drücke Ihnen die Daumen für die Klausur, sofern Sie denn die Klausur, die Präsenzprüfung mitschreiben. Für die Online-Prüfung brauche ich die Daumen nicht zu drücken, weil, wie gesagt, die besteht letztendlich jeder, weil da eben keine Hürde zu überspringen ist. Und wir würden uns insbesondere auch sehr, sehr freuen, wenn Sie mit uns und gerne mit mir persönlich auch weiter in Kontakt bleiben würden. Ich freue mich da wirklich. Ich bin jetzt kein E-Mail-Junkie, der jetzt E-Mails sammelt, aber ich freue mich insbesondere da über den regelmäßigen Austausch. Ich habe noch Studenten, die haben vor 8 Jahren bei mir studiert und die schreiben mich gerne hin und wieder mal an, auch mit Fragen, Anregungen. Und wie gesagt, da fordere ich Sie gerne zu auf. Alles, alles Gute. Grüße aus Dubai, wunderbar. Ich bin demnächst auch wieder in Dubai. Freue mich auch drauf. Vielleicht können wir uns da mal treffen. Aus Zypern, wunderschön. Das ist auch wieder immer eine schöne Sache. Das ist die einzige, die ich so ein bisschen manchmal an der Hochschule vermisse oder an der Zeit, die ich bei Shell hatte, wo wir Sizilien. mit 174 Schön. Ländern zusammengearbeitet haben, diesen Kontakt zu Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Und das ist eben sehr, sehr schön. Ja, Viele Grüße. dann toi, Wir toi, wünschen toi Ihnen an dieser für Stelle alle, nochmal für die alles, Prüfung alles, alles, alles und Gute viele für die Grüße an Zukunft. Wir hoffen, Sie konnten viel Sizilien. mitnehmen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf Ihrem weiteren Berufsweg oder auch bei der Selbstständigkeit letztendlich, dass Sie so ein paar Gedanken mitnehmen konnten vom Marketing. Dann haben wir schon viel erreicht. Teilen Sie mir gerne Ihr Feedback mit. Ich werde das auch an entsprechender Stelle nicht bei der Hochschule, sondern beim Ministerium adressieren. Da sind alle sehr daran interessiert, auch hier diese Learnings mitzunehmen. Und das kann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Schule machen. Und last but not least wünsche ich Ihnen viel, viel, viel Gesundheit und wie gesagt, alles Gute für den weiteren Lebenslauf. Machen Sie es gut.